Die Generalversammlung der Raiffeisenbank Eichfeld in der Zechnerhalle in Kobenz war auch heuer wieder bestens besucht. Wie das Jahr 2018 aus der Sicht der Bank verlaufen ist und welche aktuellen Entwicklungen es derzeit gibt, das erfahren Sie aus dem nun folgenden Beitrag. Auch heuer fand die Generalversammlung der Raiffeisenbank Eichfeld in der Zechnerhalle in Kobenz statt. Im Rahmen der jährlich stattfindenden Versammlung zog man Bilanz über das abgelaufene Jahr und informierte über aktuelles und geplante Vorhaben. Aus Sicht des Obmann Heribert Bogensberger war 2018 ein positives Jahr. Es ist natürlich hart in der derzeitigen Situation, wo die Einlagenzinsen niedrig sind, sind unsere Sparer nicht großer begeistert. Auf der anderen Seite die Kreditzinsen natürlich auch sehr niedrig und günstig und da verdient natürlich die Bank momentan relativ wenig. Trotzdem konnten wir ein super Ergebnis einfahren. Die Raiffeisenbank möchte in diversen Bereichen am Markt mit einer noch stärkeren Spezialisierung auftreten. Dazu ist es notwendig, auch die räumlichen Gegebenheiten anzupassen. Wir haben in den letzten Jahren eine sehr gute wirtschaftliche Entwicklung genommen, auch unterstützt durch das allgemeine wirtschaftliche Umfeld, aber auch dadurch, dass sich andere Banken aus unserer Region mittlerweile zurückgezogen haben. Und aufgrund dieser Tatsache haben wir uns im heurigen Jahr auch entschieden, umfangreich zu investieren. Wir investieren in der Bankstelle in Zeltweg, aber vor allem auch in Knittelfeld, in unserer Zentrale, wo wir unseren Bereich Firmenkundenbetreuung, Private Banking und Wohnbauberatung deutlich ausbauen werden und damit auch für unsere Kunden ein noch besseres Angebot vor Ort zur Verfügung zu stellen. Digital und doch persönlich, die aktuellen Entwicklungen am digitalen Sektor wirken sich auch auf das Bankentätigkeitsfeld aus. Ich glaube nicht, dass es ein Widerspruch ist. Das Ganze ergänzt sich eher. Wir stellen fest, dass natürlich unsere Kunden über das Internet sehr gut vorbereitet in unsere Bank kommen, aber die viele Informationen überfordert dann die meisten doch auch. Und es ist dann jeder froh, wenn er mit unseren Beratern sprechen kann, der mit ihnen letztlich dann als Experte die Information aufbereitet und unseren Kunden dann hilft, da wirklich gute finanzielle Entscheidungen zu treffen. Für eine Bank, die sich als vertrauensvoller und verlässlicher Partner seiner Kunden sieht, sind engagierte, loyale Mitarbeiter von unschätzbarem Wert. Wie jedes Jahr konnte man auch heuer im Zuge der Generalversammlung lang gediente Mitarbeiter ehren. Ja, wir sind stolz, sagen zu können, dass wir erstens 110 Mitarbeitern einen hochqualitativen Arbeitsplatz bieten und dass wir kaum Fluktuationen bei unseren Mitarbeitern haben. Wir zeichnen Mitarbeiter für 30, 35 und sogar 40 Dienstjahre heute aus. Das Schönste oder das Tollste sind eigentlich die Kunden, die einem das Vertrauen schenken. Und 35 Jahre sind einfach Generationen, wie wir heute schon gehört haben, von der Geburt bis zur Bahre. Und dieses Vertrauen, das ihnen entgegengebracht wird, das baut einen auf. Und die zwei Kolleginnen aus der Raiffeisen Bankstelle in Kobenz, die unterstützen mich. Und damit geht die Arbeit viel, viel leichter für unsere Kunden. Die Raiffeisen Banken zeichnen sich durch viele soziale und wirtschaftliche Aktivitäten in der Region aus. Diese gehen oft weit über das Bankwesen hinaus. Wir sehen als Regionalbank, wie wichtig es ist, unsere Vereine, unsere Schulen, unsere Region zu unterstützen und haben hier immer ein offenes Ohr für die Anliegen aus der Bevölkerung. Das ist das, was die Regionalbank von den zentralen Stellen auszeichnet. Raiffeisen steht für den Regionalitätsgedanken und ist verlässlicher Partner für die örtliche Wirtschaft. Weil die Raiffeisenbank eine Bank mit Handschlagqualität ist, weil man wirklich toll zusammenarbeiten kann mit einer. Und wenn man mit einer Frage oder mit einer Aufgabe hinkommt, es gibt eigentlich sofort Entscheidungen. Und das ist für uns eigentlich ganz wichtig, weil wir haben oft nicht die Zeit, dass wir da ewig herumtun. Wir kommen hin und das sagen klipp und klar so und so geht's. Und dann geht's. Und das ist super. Die Raiffeisenbanken bilden eine Wertegemeinschaft von Menschen, die sich der Verantwortung für ihre Region bewusst sind.